Hallo, ich grüße euch zu einer weiteren Ausgabe von Klein Coaching und Consulting Services hier aus München. Und mein Name ist Thomas Klein und hier nochmal ganz kurz ein Video über das Thema Verschuldung, Krise und so weiter. Wir sind ja mittendrin immer noch, auch wenn es offiziell nicht danach aussieht. Ja, wir schreiben das Jahr 2017, 1. April. Ja. Vor kurzem war erst der Brexit offiziell ausgestiegen. Die werden es auch durchziehen. Ja. Und hier möchte ich nochmal ganz kurz ein Thema rausgreifen aus dem Interview von Hans-Werner Sinn. Also es ist so ein berühmter Professor, auch anerkannt und alles Mögliche. Einer von diesen Wirtschaftsweisen, glaube ich, auch und so weiter. Hat super Bücher geschrieben, alles. Ja. Und zwar, er sagt, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, die Schuldenkrise oder das, was auf uns zukommt, die sozusagen die Schuldenkrise, die ja nicht überstanden ist, sondern nur weiter weggeschoben wird, ständig. Ja. Also Griechenland zum Beispiel ist 170% verschuldet und ich glaube USA auch und so weiter und so fort. Er sagt, es gibt nur zwei Möglichkeiten letztendlich oder so ähnlich. Ja. Ich bin ja nicht der Super-Experte, so wie er. Ist logisch. Aber soweit ich es halt eben verstanden habe, und ich möchte es einfach verbreiten, ja, dieses Bewusstsein, ja, dass es nur zwei Möglichkeiten eigentlich gibt. Entweder, dass die Länder, die quasi inflationiert sind schon, wie Griechenland, Portugal und Spanien und so weiter, Italien, dass die quasi deflationieren, ja, um sich wieder an unsere Produktivitäts von den Nordländern sozusagen wieder anzugleichen. Ja. Und, oder die zweite Möglichkeit ist, dass wir, um sich das anzugleichen, dass eben die Nordländer inflationieren. Ja. Also entweder die deflationieren, ja, oder wir inflationieren. Und jetzt sagt er, ganz richtig natürlich, dass es super schwierig ist, wenn die Südländer erstmal inflationiert worden sind. Das heißt, Löhne und Preise sind gestiegen in den letzten Jahren, ja, überproportional. Diese dann wieder zu deflationieren, ist extremst schwierig. Und deswegen ist die einzigste Lösung letztendlich, die übrig bleibt, die Nordländer, sprich Deutschland etc., zu inflationieren. Und darin liegt doch meiner Meinung nach schon der Wurm an sich, in dieser Aussage, die ja völlig richtig ist, ja. Denn wenn es schwierig ist, Inflation wieder einzufangen, wie es ja in Griechenland und bei den Südländern der Fall ist, ja, es ist viel einfacher zu inflationieren in den Nordländern. Was machen wir denn dann, wenn sich das wieder angeglichen hat? Ja? Das heißt, wir inflationieren, nachdem wir die Südländer inflationiert haben, inflationieren wir jetzt die Nordländer. So lange, bis wir denken, dass sich das wieder angeglichen hat. Und was machen wir dann? Wie halten wir dann die Inflation auf? In den Nordländern. Ja. Wir haben ja gerade festgestellt, es ist extrem schwierig, nach einer Inflationsphase wieder zu deflationieren. Ja. In den Südländern wie in den Nordländern. Ja. Egal in welchen Ländern. Und deswegen wird ja eine ganz böse Inflation auf uns zukommen. Ja, und jetzt müssen wir das Rad mal ein bisschen weiterspinnen und sich mal fragen, ja, wie viel Geld ist denn meine Arbeitskraft noch wert? Ja, also meine Arsch aufriss, den ich dann jeden Tag quasi als Angestellter oder was auch immer. Ja. Und dieses Stückchen Bewusstsein möchte ich einfach nur meinen Beitrag dazu leisten, zu verbreiten. Und eine der Möglichkeiten, die uns da eigentlich nur bleibt, uns normalen Menschen, uns normalen Arbeitern, ist, solange es noch möglich ist, sich den Arsch aufzureißen, gleichzeitig die Kosten runterzufahren, meine Ausgaben, mein Lebensstyle, Standard und so weiter, ja, also keine fetten Autos und dieses ganze Zeugs, ja, dieser ganze Schnurrbart, ja, oder irgendwelche Sauftouren am Wochenende und so weiter. Kosten runter und mehr schuften, ja, und damit was übrig bleibt und das, was dann übrig bleibt, dann anlegen in verschiedene sozusagen Assets, ja, Immobilien, Edelmetalle, Aktien, das übliche Zeugs, ja, aber eben streuen, und damit ich streuen kann, brauche ich erstmal Geld, ja, und das kann ich nur, indem ich mir einen Arsch aufreiße, 200-300% gebe, ja, und gleichzeitig meine Kosten klein halte. Nur so geht's, ja, nicht anders. Ja. Und deswegen auch hier auf meinem Akquise-Kanal und deswegen auch
möchte ich auch hier ein paar Tipps und Tricks geben, wie man eben auch über Akquise, Telefonakquise, Online-Marketing und so weiter, also ich ein bisschen was nebenbei verdienen kann, ja, es ist möglich, muss ich nur einfach die Mühe geben, sich das anzueignen, diese Kenntnisse, ja, und wo ein Will ist, ist auch ein Weg, ja, und wenn nicht im Marketing oder Verkauf, dann nirgendwo, ja, ganz einfach, denn, ja, da wo Verkaufen ist eben das, was das Geld letztendlich generiert, ja. Alle anderen Abteilungen eines Unternehmens hängen letztendlich vom Verkauf ab, Punkt. Und wenn du weißt, wie man verkauft oder Marketing, richtiges Marketing macht, wirst du auf jeden Fall eine Möglichkeit haben, dich weiterzuentwickeln und hier den einen oder anderen Euro mehr zu verdienen, ja, den du dann eben sozusagen investieren kannst, breit gestreut, ja, um einfach das, was da alles noch auf uns zukommt, ja, dich ein bisschen wenigstens rückzuversichern, ja, sozusagen selbst. Ja. Und nicht einfach irgendwie blind, ja, einfach die Zukunft, ja, einfach die Augen zuzumachen. Okay, das war's wieder für heute. Bis zum nächsten Mal. Ich mache jetzt Schluss. Ich habe heute noch was vor, auch arbeiten. Ja, auch